Deutschland und seinen Verbündeten wird mit dem Versailler Vertrag die alleinige Kriegsschuld zugesprochen. Das ist etwas, was für den 22-Jährigen schwer zu verwinden war. Und zwar so schwer zu verwinden war, dass er 1979, als in Peron ein Weltkriegsmuseum eröffnet und Jünger als Festredner eingeladen wurden, da fragten ihn französische Journalisten, was war für sie das Schlimmste am Ersten Weltkrieg? Und er antwortete darauf, zum Entsetzen der deutschen Begleiter, dass wir ihn verloren haben. Man sollte aus der Niederlage die adäquaten Konsequenzen ziehen. Trotzdem stehe ich natürlich immer noch zu dem, was der Soldat im Ersten Weltkriege geleistet hat. Wir wollten den Krieg gewinnen und das halte ich für die Pflicht des Soldaten. Ein anderes hat er während des Krieges nicht zu denken. Er war in einer schweren Krise nach 1918, nach dem Ende des Kriegs, in einer schweren gesundheitlichen Krise, Lungenschuss, den er auskurieren musste, in einer schweren psychischen Krise. Und da rät ihm sein Vater, schreib doch auf der Basis deiner Kriegstagebücher ein Buch über den Ersten Weltkrieg. Das rettet ihn vielleicht und lässt ihn diesen Zustand der Depression überwinden.